Dank an euch, wackere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr es bis hierhin geschafft habt. Gabriel García Márquez ist wirklich nicht einfach. Es geht in den 100 Jahren Einsamkeit um das Dorf Macondo, um seine Gründung, seinen Aufstieg, seinen Verfall und letztendlich das Verschwinden desselben. Was mich an diesem Buch fasziniert, ist, dass der Urvater des Dorfes, Aureliano Buendina, immer wieder auftaucht in unterschiedlichen Variationen in Form seiner Nachkommen. Und das, was dieses Buch so schwierig macht, ist, dass diese Aurelianos alle irgendwie halb oder ganz oder um Ecken miteinander verwandt sind und immer wieder die gleichen Schicksale erleiden. Jetzt wird es hier langsam auch duster und ich muss mal gucken, dass ich das hier wirklich alles sehe. Ich habe für euch drei Episoden ausgewählt, die so ein bisschen die Poesie in dieser Stadt zeigen. Im Korbschaukelstuhl sitzend, die unterbrochene Handarbeit im Schoß, betrachtete Amaranta Aureliano José, der mit schaumbedecktem Kinn die Rasierklinge schliff, um sich zum ersten Mal zu rasieren. Dabei brachte er seine Pickel zum Bluten und schnitt sich in die Oberlippe, als er versuchte, sich einen blonden Pflaumenschnurrbart zu trimmen. Und wenn zu guter Letzt alles blieb wie zuvor, hinterließ das mühsame Verfahren bei Amaranta doch den Eindruck, dass sie in diesem Augenblick zu altern begonnen habe. »Du bist wie Aureliano, als er so alt war wie du«, sagte sie. »Nun bist du ein Mann.« Er war es seit langem, seit dem schon fernen Tag, an dem Amaranta glaubte, er sei noch ein Kind und sich vor ihm im Bad auszog, wie sie es immer getan hatte, wie sie es gewohnt war, seit Pilar Tenera ihn ihr gebracht hatte, damit sie ihn vollends aufziehe. Das erste Mal, als er sie sah, fiel ihm lediglich der tiefe Einschnitt zwischen ihren Brüsten auf. Er war damals noch so unschuldig, dass er nach dem Grund fragte und Amaranta tat, als grabe sie die Brust mit den Fingerspitzen aus und antwortete: »Man hat mir Scheiben und Scheiben und Scheiben herausgeschnitten.« Eine Zeit lang später, als sie sich von Pietro Crespis Selbstmord erholt hatte und wieder mit Aureliano José badete, blieb dessen Blick nicht mehr an der Vertiefung haften. Vielmehr empfand er beim Anblick ihrer prachtvollen, mit maulbeerfarbenen Warzen gekrönten Brüste ungeahntes Schaudern. Dann musterte er sie weiter, entdeckte handbreit und handbreit das Wunder ihrer Intimität und fühlte, wie er bei der Betrachtung eine Gänsehaut bekam, so wie sie bei der Berührung mit dem Wasser eine Gänsehaut bekam. Seit seiner frühesten Kindheit hatte er die Gewohnheit, aus seiner Hängematte zu klettern, um im Amarantas Bett zu erwachen, weil die Berührung mit ihr seine Angst vor der Dunkelheit verscheuchte. Doch seit dem Tag, an dem er sich seiner Nacktheit bewusst wurde, war es nicht mehr die Angst vor der Dunkelheit, die ihn unter ihr Mückennetz trieb, sondern der Wunsch, beim Erwachen Amarantas lauen Atem zu spüren. Einmal, an einem frühen Morgen zu der Zeit, als sie Oberst Gerineldo Márquez zurückwies, erwachte Aureliano José mit dem Empfinden, dass ihm die Luft ausging. Er fühlte, wie Amarantas Finger wie warme, begierige Würmer seinen Bauch absuchten. So drehte er sich zum Schein im Schlaf zu ihr um, um jede Schwierigkeit auszuschalten und fühlte die Hand ohne schwarze Binde wie eine blinde Molluske zwischen die Algen seines Sehnens tauchen. Wenngleich sie so taten, als wüssten sie nicht, was sie beide wussten und wovon jeder von beiden wusste, dass der andere es wusste, waren sie von jener Nacht an durch eine unverbrüchliche Mitwisserschaft aneinander gekettet. Aureliano José konnte den Schlaf nicht finden, solange er nicht den Mitternachtswalzer der Wohnzimmeruhr gehört hatte und die reife Jungfer, deren Haut zu trauern begann,
kannte keinen Augenblick der Ruhe, solange sie nicht den jungen Schlafwandler, den sie aufgezogen hatte, unter ihr Moskitonetz schlüpfen fühlte. Ohne daran zu denken, dass er ein Linderungsmittel für ihre Einsamkeit werden könnte. Nun schliefen sie nicht nur nackt zusammen und tauschten erschöpfende Liebkosungen aus, sondern sie jagten einander in einem unablässigen, unerlösten Reizzustand durch die Winkel des Hauses und schlossen sich zu den unmöglichsten Tageszeiten in den Schlafzimmern ein. Einmal wären sie um ein Haar von Ursula ertappt worden, die in die Speicherkammer kam, als sie sich gerade küssen wollten. »Du hast deine Tante sehr lieb, nicht?« fragte sie Aureliano José in aller Harmlosigkeit. Er bejahte. »Hast recht«, schloss Ursula, maß ihr Mehl fürs Brot ab und kehrte in die Küche zurück. Dieses Ereignis entriss Amarantha ihrem Taumel. Sie merkte, dass sie zu weit gegangen war, dass sie schon nicht mehr mit einem Kind küssen spielte, sondern in eine herbstliche Leidenschaft hineinschlitterte, die gefährlich war und keine Zukunft hatte. Und so erstickte sie sie im Keim. Aureliano José, der damals gerade seinen Wehrdienst beendete, machte sich die Lage klar und schlief fortan in der Kaserne. Samstags ging er mit den Soldaten in Catarinos Boutique. Er tröstete sich für seine je gefühlte Einsamkeit, seine frühreife Jugend mit nach verdorrten, blumenriechenden Dirnen, die er im Dunkeln idealisierte und mit den wütenden Anstrengungen seiner Fantasie in Amarantha verwandelte. Das war die Liebschaft. Und jetzt kommt der Krieg. Oberst Gerineldo Marquez war der Erste, der die Lehre des Krieges wahrnahm. In seiner Eigenschaft als Zivil- und Militärchef von Macondo führte er zweimal in der Woche telegrafische Gespräche mit Oberst Aureliano Buendía. Anfangs entschieden diese Besprechungen den Verlauf eines Krieges in Fleisch und Blut, dessen bestimmbare Umrisse in jedem Augenblick den genauen Standort ermitteln und dadurch seine künftigen Ziele voraussehen ließen. Wenngleich er sich nie, auch nicht von seinen nächsten Freunden, auf das Gelände der Vertraulichkeiten locken ließ, pflegte Oberst Aureliano Buendía damals den privaten Ton, der ihn am anderen Ende des Drahtes erkennen ließ. Häufig zog er die Unterhaltungen über das vorhergesehene Zeitziel hinaus und schweifte in Randbemerkungen häuslichen Charakters ab. Doch als der Krieg an Heftigkeit und Ausdehnung zunahm, verschwamm sein Bild nach und nach in einer Welt der Unwirklichkeit. Die Punkte und Gedankenstriche seiner Rede wurden immer ferner und unsicherer. Sie verbanden und verknüpften sich zu Wörtern, die allmählich jeden Sinn verloren. Bedrückt von dem Eindruck, mit einem Unbekannten aus einer anderen Welt in telegrafischer Verbindung zu stehen, bestrengte sich Oberst Gerineldo Marquez nunmehr aufs Zuhören. »Verstanden, Aureliano«, schloss er auf die Tasten drückend. »Es lebe die liberale Partei!« Schließlich verlor er jede Berührung mit dem Krieg. Was in anderer Zeit eine echte Tätigkeit, eine unwiderstehliche Leidenschaft seiner Jugend gewesen war, verwandelte sich für ihn in einen fernen Bezugspunkt, in Leere. Nun war seine einzige Zuflucht Amaranthas Nähstube, die er jeden Nachmittag besuchte. Es gefiel ihm, ihre Hände zu betrachten, während sie auf der Nähmaschine, deren Handkurbel Remedios die Schöne bediente, Musselinspitzen plissierte. Mit der gegenseitigen Gesellschaft zufrieden, verbrachten sie viele Stunden wortlos, doch während Amarantha es insgeheim genoss, das Feuer seiner Hingabe zu schüren, waren für ihn die geheimen Absichten dies unergründlichen Herzens ein Rätsel. Als man von seiner Rückkehr sprach, erstickte Amarantha fast vor Ungeduld. Doch als sie ihn inmitten der lärmenden Leibwache von Oberst Aureliano Buendía ins Haus treten sah, mitgenommen von den Qualen der Verbannung, gealtert von den Jahren und dem Vergessen, verklebt von Schweiß und Pulver, nach dem Kriegshaufen riechend, hässlich, den linken Arm in der Binde, fühlte sie tiefe Enttäuschung. »Mein Gott«, dachte sie, »er ist nicht der, den ich erwartet habe.« Am darauffolgenden Tag indes kam er wieder ins Haus, sauber und rasiert, mit Lavendelwasser besprühtem Schnurrbart
und ohne blutdurchtränkte Binde. Er brachte ihr ein perlmuttgebundenes Brevier mit. »Seltsam sind die Männer«, sagte sie, weil ihr nichts anderes einfiel. »Ein Leben lang bekämpfen sie die Priester und verschenken Gebetbücher.« Seither besuchte er sie jeden Nachmittag, auch an den kritischsten Kriegstagen. Oft, wenn Remedios die Schöne nicht zugegen war, drehte er die Kurbel der Nähmaschine. Amarantha fühlte Verwirrung angesichts der Beharrlichkeit, der Treue, der Ergebenheit dieses mit so viel Machtbefugnis betrauten Mannes, der übrigens seine Waffen im Wohnzimmer ablegte und wehrlos in die Nähstube trat. 4 Jahre hindurch beteuerte er ihre Liebe, und doch fand sie stets ein Mittel, ihn abzuweisen, ohne ihn zu verletzen, weil sie nicht mehr ohne ihn leben konnte, wenngleich sie ihn nicht zu lieben vermochte. Remedios, die Schöne, die gleichgültig wirkte und als geistig zurückgeblieben galt, war nicht unempfindlich gegen so viel Hingabe und beschloss, sich für Oberst Gerineldo Marquez zu verwenden. Plötzlich entdeckte Amarantha, dass dieses von ihr aufgezogene, kaum erblühte Kind das schönste Geschöpf war, das Macondo je gesehen hatte. Nun fühlte sie in ihrem Herzen den Groll wieder erwachen, den sie zu anderer Zeit gegen Rebecca genährt hatte, und Gott bittend, er möge es nicht so weit kommen lassen, dass sie ihren Tod herbeiwünsche, verbannte sie die Schöne aus der Nähstube. Zu jener Zeit empfand Oberst Gerineldo Marquez zum ersten Mal Ekel vor dem Krieg. So sammelte er all seine Überredungskunst, seine ungeheure verdenkte Zärtlichkeit, bereit für Amarantha auf einen Ruhm zu verzichten, für den er seine besten Jahre geopfert hatte. Doch er vermochte, sie nicht zu überreden. An einem Augustnachmittag, erdrückt von der unerträglichen Last ihrer eigenen Hartnäckigkeit, schloss Amarantha sich in ihr Schlafzimmer ein, um dort ihre Einsamkeit bis zum Tod zu beweinen, nachdem sie dem eigensinnigen Bewerber ihre endgültige Antwort erteilt hatte. »Wir wollen uns für immer vergessen«, sagte sie. »Wir sind schon zu alt für diese Dinge.« An jenem Nachmittag nahm Oberst Gerineldo Marquez einen telegrafischen Anruf von Oberst Aureliano Buendia entgegen. Es war eine der üblichen Unterhaltungen, die keine Bresche in den gestauten Krieg schlagen sollte. Gegen Ende des Gesprächs blickte Gerineldo Marquez auf, die verlassenen Straßen, die starren Regentropfen auf den Mandelbäumen und versank in Einsamkeit. »Aureliano«, tippte er traurig auf die Tasten, »es regnet in Macondo.« Im Draht erfolgte ein langes Schweigen. Plötzlich geriet der Apparat unter Oberst Aureliano Buendias erbarmungslosen Zeichen in Bewegung. »Sei kein Schlappschwanz, Gerineldo«, sagten die Zeichen. »Natürlich regnet es im August.« Soweit der Krieg. Und dann kurz vor Ende der Auflösung Macondos, einer der vielen Nachfahren von Aureliano Buendia. Von der Gewissheit gemartert, ein Bruder seiner Frau zu sein, schlich Aureliano eines Tages in das Pfarrhaus, um in den muffigen, mottenzerfressenen Archiven eine sichere Spur seiner Herkunft zu finden. Die älteste Taufurkunde, die er fand, war die Amarantha Buendias, die in ihrer Jugend von Pater Nicanor Reina zu einer Zeit getauft worden war, als dieser die Existenz Gottes mittels Schokoladenkunststückchen zu beweisen suchte. Er spielte sogar mit der Möglichkeit, einer der 17 Aurelianos zu sein, deren Geburtsurkunden er durch 4 Bände hindurch nachspürte, doch die Taufdaten lagen für sein Alter zu weit zurück. Da ihn zitternd vor Ungewissheit in dem Labyrinth des Blutes umherirrenden sah, fragte der gichte Landpfarrer, der ihn von seiner Hängematte aus beobachtete, mitleidig, wie sein Name sei. »Aureliano Buendia«, sagte er. »Dann brauchst du dich nicht mehr mit Suchen umzubringen«, rief der Pfarrer mit unerschütterlicher Überzeugung aus. »Vor vielen Jahren gab es hier eine Straße, die so hieß, und damals hatten die Leute die Gewohnheit, ihre Söhne nach dem Straßennamen zu nennen.« Aureliano zitterte vor Wut. »Ah«, sagte er, »dann glauben Sie auch nicht daran.« »Woran?« »Dass Oberst Aureliano Buendia 32 Bürgerkriege führte und sie alle verlor«, erwiderte Aureliano.
dass das Heer 3000 Arbeiter zusammentrieb und niedermähte und dass die Leichen in einem Güterzug von 200 Wagen abtransportiert und ins Meer geworfen wurden. Der Pfarrer maß ihn mit mitleidigem Blick. »Ach, mein Sohn«, seufzte er, »mir würde es schon genügen, wenn ich sicher wüsste, dass du und ich in diesem Augenblick existierten.« Dankeschön. Gita Ju Lanzendörfer. Einen riesengroßen Applaus. Nachdem so viele Leute irgendwie toll ausgehalten haben. Gerd Trinker, ein bekannter Schauspieler, aber die meisten kennen eigentlich nur seine Stimme. Und heute werden wir seine Stimme als Highlight und als Endpunkt für diesen Abend genießen können. Mit einem Beitrag von Masanobu Fukuoka.